Da können wir scheinbar noch nicht hinreisen. Müssen wir da erst hier irgendwo raus? Ja, so wie ich halt bin. Hallo, Alteria. Ado, begging your pardon for the mess, sir. We are still recovering from the storm. Ado, ich entschuldige mich für das Durcheinander, mein Herr. Wir haben noch mit dem Folgen des Sturms zu We have kämpfen. supplies here for the paying customer. Provisions for the road, perhaps? Zahlende Kunden finden hier allerlei Waren. Vielleicht etwas Verpflegung für unterwegs? Dann zeig mir, was Pavelo? ihr anzubieten habt. Sieh dich ruhig um. Ja, versteckt, da können wir Sachen verkaufen, wie zum Beispiel den Dolch, die alte Armbrust, Hauer, die ganzen mittleren Schilde, die ganzen Pistolen. Larven, ne, die können auch mal weg. Ah, eine coole Lederrüstung, aber die einfache Kleidung kann zum Beispiel weg. Ich glaube, wir gehen mal eins nach dem anderen durch. Kleiner Schild kann weg. Schwert behalte ich mal, also eine Waffe jeder Art. Danke, das ist jetzt alles bei mir, gell? Ja. Ah. Gut. Lederrüstung und Lederrüstung. Dann verkaufen wir die normale Lederrüstung. Die Dinger bringen, glaube ich, gar nichts, wie immer. Können also auch mal weg. Verbrauchsgegenstände werde ich garantiert nicht verkaufen. Und Zutaten, also Nahrung, Getränke auch nicht. Sonstiges auch nicht. Achso, Zutaten sind hier extra gesondert und Schiffsgegenstände. Ah ja. Die hat Reparaturvorräte, medizinische Vorräte, Kanonenschüsse. Ich hätte gern einen Kanonenschuss. Einfach, damit ich einen Kanonenschuss habe. Wasser geht noch. Wasser und Essen, also Schiffszwieback. Moral der Schiffsmannschaft minus 1. Also ja, das billigste Essen sollte ich Ihnen nicht gerade geben. Reparaturvorräte. Haben wir auch noch gar nichts an Bord. Genauso wie wir keine Medizin an Bord haben. Die ist wahrscheinlich irgendwo weiter unten. Eine seltsame Tafel. Eine seltsame Tafel, die klingt interessant. Schlund des Todes gegen Zauberbuch mit Sch Kampfspuren. Sieh mal einer an. Das sieht jetzt auch nett und neu aus. Aber nein, das können wir später kaufen, wenn wir mal einen Magier haben. Ring der Abwehr, das ist klar. Plus zwei Abwehr nur. Ach, okay. Frisches Obst ist teuer. Und Bier ist auch nicht gerade billig. Naja, da medizinische Vorräte. Okay. Das heißt, wir handeln mal. Wir haben jetzt plus 1 Munition und haben. Jetzt hier irgendwo diese Steintafel auch noch mit dabei. Oder ist die bei mir? Die ist bei mir natürlich. Ist sie bei Sonstiges? Ja, die ist bei Sonstiges. Ich behalte die mal für den Fall, dass sie uns irgendwann mal was bringt. Waren das nicht gerade 8 und ich habe 3 dazu? Ah, kann mich auch verguckt haben. Of course. Reparaturvorräte und Matrosenbrei.
Fresh fish. Da ist ein Fischhändler. Zu dem gehen wir nachher. Ich gehe erstmal hier oben lang. How are we supposed to fight a giant? We don't. We run. Where? There is water on all sides. And then run in circles. Merle, leave me in peace. Ihr habt eine fette Kanone, schießt mit der Kanone auf ihn. Piraten, Riesenüberschwemmung, was kann ich denn schon dagegen tun? Mit der Kanone drauf schießen. Jedenfalls auf den Riesen und auf die Piraten. Auf die Überschwemmung, das wird nicht viel bringen. Oh, Bier. Ich finde es auch schön, dass jetzt hier steht, wo es hingeht. Okay, so komme ich in die Grosseri-Straße, wenn ich dann dahin will. Ah, Portmaier-Gefängnis. Habt ihr Knastis für mich, die ich anheuern kann? Ein Dieb vielleicht, der mir Fallen entschärfen kann? Wäre ich euch sehr dankbar. Matisio, ohne zusätzliche Wachen kann ich nichts tun. Okay. Gefütterte Haube und Rum, die kann ich einfach einsacken. Absolutely. Yes. What is it I can do for you? Ja, was kann ich für dich tun? Die Kommandantin Wache grüßt dich lustlos, als sie zu dir aufsieht, bemerkst du einen dunklen Bluterguss um ein Auge. Sie verzieht das Gesicht, aber schaut nicht weg. Wie ist die Lage in Portmaier? There's no one to the storm, but many homes have been damaged, and the people are terrified of this giant the scouts reported. It is chaos, pure and simple, but things might have been far worse. Wir haben niemanden im Sturm verloren, es wurden aber viele Häuser zerstört und die Leute haben Angst vor diesem Riesen, von dem die Speer berichtet haben. Es herrscht einfach nur Chaos in seiner reinsten Form. Es hätte aber auch weitaus schlimmer sein können. Something you wanted? Willst du etwas? Was ist mit dir passiert? What happened? I showed the drunken fool more patience and respect than he deserved, and he struck me without warning. Was passiert ist, ich ließ einem Betrunkenen mehr Geduld und Respekt zuteil werden, als er verdiente, und zum Dank schlug er mich ohne Vorwarnung. Sientere, Savia. You know that I was aiming for Darmo's pretty face. Siente, ein valianischer Ausdruck, der so viel bedeutet wie tut mir leid. Siente, Savia, du weißt, dass ich auf Darmos schönes Gesicht gezielt habe. Ich sehe hier nicht viele Wachen. We are stretched thin. The storm speaker did much to help, but much of the town has flooded. Now we are awash in homeless citizens and stranded merchants, to say nothing of the cultists out there. Wir sind unterbesetzt. Die Sturmsprecherin hat viel getan, um zu helfen, aber ein Großteil der Stadt ist überflutet. Jetzt sind wir überschwemmt mit Obdachlosen und gestrandeten Händlern. Von den Kultisten da draußen einmal ganz zu schweigen. Savia blinkt mit meinem Gesichtsausdruck zu Soti hoch, bleibt jedoch still. Now I have Ilari's people making trouble up on Gorechi Street. His little gang is looting everything they can get their hands on, and the Bozzo kicks up his heels like a prince. Jetzt muss ich mich auch noch mit Ilari's Leuten herumschlagen, die auf der Goressi-Straße Ärger machen. Seine kleine Bande plündert alles, was sie in die Finger kriegen, und der Basso haut auf den Putz wie ein Prinz. Basso? Na, ja gut. Lucky for you that I'm around. I humbly offer my services. Let me out and I will bring you this Ilari's teeth. Glück für dich, dass ich gerade in der Gegend bin. Ich biete bescheiden meine Dienste an. Lass mich raus und ich bringe dir die Zähne dieses Ilari. Shut it, Ruggiero. Halt die Klappe, Ruggiero. Ich könnte mit diesem Ilari sprechen. I cannot say it would not be welcome, but you are only recently arrived and not I here by choice. Why do this? Kue, das ist... Ah, das bedeutet was? Was? Ich kann nicht behaupten, dass es uns nicht willkommen wäre, aber du bist erst vor kurzem hier eingetroffen und nicht freiwillig, wie ich gehört habe. Warum tust du das?
Ich habe selbst eine Menge im Sturm verloren. Ich möchte helfen. Klingt zu mehr nach Paladin. Scheint nur vernünftig, sie mit der Kommandantin gut zu stellen. Klingt eher nach Hagrim. Scheint eine gute Gelegenheit zu sein, ein paar Schädel einzuschlagen. Naja, nicht wirklich. Iotas ist für all das hier verantwortlich. Ich habe mir genug von Göttern, die das Leben der Sterblichen auf den Kopf stellen. Wann immer es ihnen in den Sinn kommt, sind wir mal so ehrlich. Und wie ich sehe, bist du ein vernünftiger Mensch, also gut. Gorecci Street is in the western part of town. Just walk until you hit water. We don't need a bloodbath. I'm sure there's a peaceful solution to resolve this. I'd appreciate your looking for it. Die Gorecci Straße liegt im westlichen Teil der Stadt. Lauf einfach geradeaus, bis du zum Wasser kommst. Wir brauchen hier keinen Blutbad. Ich bin mir sicher, es gibt eine friedliche Lösung für das Problem. Es wäre mir sehr lieb, wenn du danach suchen würdest. Ja. Der Typ ist nicht markiert, also ist er wahrscheinlich kein Gruppenmitglied. Was? Ermächtigung? Einmal pro Begegnung? Ermächtige dich selbst, die Hälfte deiner verbrauchten Ressourcen wiederherzustellen oder mehr. Oder ermächtige einen Zauber oder eine Fähigkeit, um einen großen Kraftschub zu verleihen. Um einen großen Kraftschub. Ermächtigung kann auf jeden Charakter nur einmal pro Begegnung angewendet werden und wird beim Ausruhen wiederhergestellt. What do you need? Happy to oblige. Also ja, ich kann Wiederherstellung einmal. Ich kann Segnung. Heiliger Glanz. Oh. Ich dachte, das hätte ich mir im Expertenmodus ausgestellt. Ja, Hervorhebung des Wirkungsbereichs. What can I do? What do you need? Naja, okay. Was ist mit dir? Ado, stranger. Or is it captain? You have the carriage of a captain. A noble bearing all around. Ado, Fremder, sollte ich Captain sagen? Du hast die Körperhaltung eines Captains. Ein nobles Benehmen durch und durch. Der Mann in der Zelle torkelt leicht, als er nach vorne schreitet. Er sieht ihn mit einem Lächeln, Tatendrang und glasigen Augen an. Apretta, you must free me. I am a creature of the sea. I am not meant for this dark place. I will dry and wither like a landed fish. Apretta, was heißt das? Ach, schnell. Du musst mich befreien. Ich bin ein Geschöpf der See. Es ist mir nicht zugedacht, an diesem dunklen Ort zu sein. Ich werde vertrocknen und ausdörren wie ein Fisch an Land. Was hast du getan, um hier zu landen? I did no one any harm. I am at the Kraken's Eye, so often Thorol should pay me. I sample every bottle for quality. My loyalty has given him heirs. I would have paid what I owed in time. Had I the coin? Wir haben niemandem Schaden zugefügt. Ich bin so auf dem kargen Auge, dass Thorin mich bezahlen sollte. Ich koste von jeder Flasche, um die Qualität sicherzustellen. Du säufst sie wahrscheinlich halb leer, Kumpel. Durch meine Treue hat er Allüren bekommen. Ich hätte ihm mit der Zeit schon noch gezahlt, was ich ihm schulde. Hätte ich die Münzen dafür. You walked out on a tab, Ruggiere. Nothing to boast of. And then you crawled up to the governor's estate, pissed on the steps and resisted arrest. Du hast die Zeche geprellt, Ruggiere. Damit kann man nicht angeben. Und dann bist du zum Anwesen des Souvenirs gekrochen, hast auf die Treppe gepisst und dich zu guter Letzt auf der Festnahme widersetzt. What is a little piss? Look at him. His animal must urinate on everything. Does he raise a fuss? Was ist schon ein bisschen pissig? Schau dir ihn doch mal an. Seine Tiere urinieren doch bestimmt auf alles und regt er sich darüber auf? Regiere wedelt mit der Hand in deine Richtung. Fenrir ist stubenrein. Merla, I do not remember that at all.
Right on the steps? I am sorry for the last. I tell you, Xavier, I cannot help my magnificent reflexes. You were being very grabby. Merla, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Hat direkt auf die Treppe? Das letzte tut mir leid, aber ich sage dir, Xavier, ich kann meine außergewöhnlichen Reflexe einfach nicht abschalten. Du hast aber auch sehr gekrapscht. Findest du dich auf einem Schiff zurecht? Do I know ships? He asks. I know every vessel on these waters, every one. From the galleon to the every one of them, sir. You have enemies? These fists will drive them into the waiting arms of the sea goddess.